Ja, hier stehen wir noch bei Chadley. Und zwar habe ich letztes Mal gesagt, ich mache zwischen den Folgen diese Kampfsimulationen. Das habe ich auch gemacht. Allerdings ist da eine bei, die hab ich, da habe ich gedacht, die machen wir vielleicht besser zusammen, weil die ist recht interessant. Wir gehen direkt mal rein. Wir fangen direkt damit an. Und zwar ist das das hier. Bioanalyse blendendes Licht. Kämpfe in einem Dreierteam gegen Ungeheuer, um mehr über ihre Verhaltensweisen in Erfahrung zu bringen. Bei einem Sieg kannst du dir eine Feindtechnik aneignen. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. So, da habe ich das habe ich nicht so richtig verstanden. Preise, Feintechnik, Plasmaentladung. Ich dachte, das wäre eine Materia. Aber ich kann die Feintechnik Plasmaentladung in diesem Kampf lernen. So ist das. Ja, ich hatte das nicht so ganz begriffen. Jetzt verstehe ich es aber, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, man kennt's. Erledige den Gegner innerhalb des Zeitlimits. Ja, ich hatte da reingeguckt, habe gedacht, oh, das machen wir vielleicht besser zusammen, weil sah interessant aus. Ja. Demnach beginnen wir die Folge jetzt direkt mit diesem Kampf. Bereit sind wir. Kann losgehen. Ja. Hier, Quetzalcoatl nehme ich. So sieht's aus. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, okay, das sieht ja super aus. Kann ich ihn? Ja, okay. Ja, Frost war's. Okay. Weil nur diese Kämpfe ohne euch machen, ist auch, glaube ich, ein bisschen öde, maybe? Weiß ich nicht. Also, vielleicht wollt ihr das hin und wieder doch sehen. Und ich dachte, den Kampf machen wir eben zusammen, oder? Bin ich jetzt dran? Diese 2 Minuten, 3 Minuten, was das jetzt da sind. Das ist ja schnell gemacht. Los! Übernimm du! Ich mach das. Ist jetzt auch gleich schon, hat schon gleich einen Schock hier. Ja. Und innerhalb des Zeitlimits, das sollten wir ja schaffen. So. Nochmal direkt. Nee. 2-mal hintereinander. Sehr gut, drauf da. Ja, also. Das tut weh! Komm schon! Okay, ich mach das! So. Triffst du von dort? Zieh dich zurück, dann übernimm. Roger, ich übernehme. Ah ja. So. Ist dir kalt? Beschwören können wir. Ah, Shiva wäre ja dann ideal, ne? Das ist sie. Okay, dann mache ich mit ihm jetzt nochmal Eis. Eisra geht nicht mehr. Komm schon! So. Sehen wir die auch mal wieder. Und los! Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ach ja, sie ist so höflich. Ab geht's, Shiva. Los. Oh, nein, ich wollte nicht. Falscher Knopf. So, Esper-Fähigkeit. Hier bin ich. Schon wieder ein Schock. Krass. Ja, jetzt ist er platt. Das war's schon. Seht ihr? Missionsergebnis. Erlege den Gegner innerhalb des Zeitlimits. Abgeschlossen. Yay. Ja. Ist doch ein ganz cooler Beginn für die Folge. Findet ihr nicht? Ich fand das ganz okay. So, und jetzt haben wir die Feintechnik Plasmaentladung erlernt. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir erfahren. Testen wir dann vielleicht gleich auch sogar noch. Ja. So. Ja, wie ihr seht, habe ich alle anderen Sachen hier gemacht. Hier, die Preise sehe ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt alles erfüllt. Hier gibt es jetzt auch nichts mehr. Ist nichts mehr offen. Die anderen waren jetzt langweilig. Aber das fand ich, dachte ich, das wäre ganz interessant, das mit euch zu machen. Ich denke mal, dieser hier ist wahrscheinlich auch interessant. Ne? Kenne deinen Feind. Das sind diese Sachen, die sind, glaube ich, ganz interessant. Mal schauen. Na gut. Der Simulator fängt an, dich zu langweilen, was? Naja, geht. Ist okay. So, gut. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passieren kann. Sei also vorsichtig.
Danke. Sehr nett von dir. Dann gehen wir direkt mal ins Menü, weil wir haben ganz viele neue Materie erhalten durch das Battlen im Kampfsimulator. Und die wollte ich mir mal mit euch angucken. Wo ersetzen wir denn mal was? Luft, Frost, Heilen hat sie. Ich schaue einfach mal mit ihr rein. So, wir haben einmal Elementaraffinität bekommen. Verleiht der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundenen Materia. Bei Waffen erhöht sich die elementare Attacke, bei Rüstungen die elementare Resistenz. Wenn mehrere Materia eingesetzt sind, ist nur der Effekt der ersten von links gültig. Ja, gut. Das kennt man auch noch aus dem Remake. MP-Einsparung haben wir nicht erhalten gehabt damit. Das haben wir gekauft. Was hatten wir denn noch? Ich gucke gerade hier auf meiner Liste. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Bewusstsein haben wir noch. Erhöht die Willenskraft. Punkt. Der Effekt kann mit mehreren Materia bis zu einem Maximum von 100% gesteigert werden. Ja. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht so richtig, was Willenskraft bewirkt. Ja, Punkt. Weiß ich gar nicht so richtig. Müsste ich einmal mir mal angucken. Weiß gar nicht, ob man das irgendwo lesen kann. So, nächstes wäre provozieren. Setzt automatisch provozieren ein, wenn Gefährten im Bedrängnis sind, wodurch die Aufmerksamkeit des Gegners auf den Anwender gelenkt wird. Wirkt nicht auf starke Gegner. Provozieren, Effektdauer 60 Sekunden, Abklingzeit 90 Sekunden. Das ist ganz okay, also ganz cool, vor allem wenn wir einen in der Gruppe, also sagen wir jetzt mal Cloud, ne, der hat jetzt auch einen TP-Buff und so, wenn wir einen wirklich hochgelevelt haben und ja, die anderen Gefährten nicht so stark sind, ist das echt gar nicht so verkehrt, das einzusetzen. Ja, was haben wir noch? Ach ja, genau, Gewitter hatten wir noch einmal. Und zwar ist das das hier. Das hier war es. Ja, also, ne, einfach ein Gewitter, das schon, welches schon auf 2 Sternen war, ist so. Was ganz cool ist. Jetzt haben wir ordentlich Gewitter. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas davon einsetzen würde. Elementaraffinität, maybe. Wobei ich gerade nicht weiß, ob wir das benutzen wollen. Also wir sind noch nicht in so starken, also in so Gegenden, wo das so viel Sinn macht, glaube ich. Was wir aber jetzt mal machen könnten... Er hat Luft und Frost und sie auch. Wir könnten hier mal ein bisschen switchen, wenn wir mit denen weiterkämpfen. Dass er jetzt hier noch Glut kriegt. So. Und ja, sie hat ja so viel. Wir könnten ihr sonst auch nochmal behandeln geben. Vielleicht. Obwohl wir haben sehr viele Gegenstände, womit wir behandeln können. Ist, glaube ich, nicht notwendig. Ich glaube, das ist ganz gut so, wie es jetzt ist. Ja. Gut. Hier hat sich schon wieder alles zurückgesetzt. Ja. Nächster Punkt wäre jetzt tatsächlich Hauptstory. Vorher aber noch das hier. Ach, guck mal, ich habe das immer noch nicht gemacht hier. Ja, gut. Mache ich noch, versprochen. Das hier wäre jetzt noch interessant. Geheimnis der Dunkelheit an heimfallender Weiser, ne? Das könnten wir machen. Das ist aber auf Stufe 26, ne? Wir sind erst auf 25. Wollen wir das probieren? Ha, wie weit sind wir denn von der 26 entfernt? Ne, Moment, so. Wir könnten es mal probieren. Sollen wir es probieren? Ja, wir probieren das, ne? Das wäre jetzt noch das, was so oft... Boah, ich wollte auf die Map, hallo. Alles unterschiedliche Knöpfe hier. Ja. Ja, und hier, ich sehe, ne, guck mal. Feldforschung 2, Obacht, Obacht. Also es ist tatsächlich an jedem Prinzessinnen-Nöten jedes was anderes hier. Der Dämonenkönig aus einer anderen Welt.
Ich weiß halt nicht, wie interessant das ist. Sonst würde ich das tatsächlich auch außerhalb des Let's Plays machen. Also, wenn da jetzt natürlich so Cutscenes kommen, dann wäre das ärgerlich. Ich könnte das ja mal testen zwischen den Folgen. Hier ist auch noch einer. Das heißt, wir müssen, oder ja, wir müssen nicht, aber wir können diese Sachen auch noch machen. Blödes Ford Condor-Ding. Naja, aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal das hier, ne? Von wo kommen wir denn da am besten hin? Ich glaube, von hier. Wir probieren das. Laufen, ja, es reicht. Laufen reicht. So. Na. Komm, wir streicheln dich kurz, kleine Maus. Ja. Süß. Gut. Erstmal sammeln wir hier den ganzen Loot wieder auf. Das ist krass, ne? Jetzt kriegen wir so viel Gnade des Planeten, aber wir kriegen keinen Salbei mehr, wirklich. Aber gut, wir könnten ja im Ort wechseln. So, ich glaube, wir müssen hier runter. Ich schau mal eben. Ja, hier so rüber. Alles klar. So, hier in der Mitte, ne? Bin ich mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Ob das ein richtig großer Bosskampf ist? Aber wir werden sehen. Wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet, finde ich. Geheimnisse. Eine Entdeckung gemacht. Weltberichte. Kampfaufträge Cloud, wurden aktualisiert. Wir sind im Habitat des Gedankenschinders angekommen. Wir haben es hier mit einem sehr unheimlichen Wesen zu tun. Bereite dich bitte sorgfältig auf einen Kampf vor. Okay. Kampfaufträge. Okay. Zeig mal. Gedankenschinder. Das ist der? Come on, warte mal. Es ist ein Gedankenschinder und der sieht so aus. Mit so Tentakeln. Hä? Baldur's Gate 3 oder was? Jetzt mal im Ernst, oder? Das ist doch voll Baldur's Gate 3. Also auch die Kombination, dass das ein Gedankenschinder ist. Wobei, ja, was heißt Baldur's Gate 3? Eigentlich ist es ja Cthulhu. Also von daher ist das ja so alles so hergenommen, ne? So mit den Gedanken und dann mit den Tentakeln. Ja, gut, okay. Es ist, ja, na gut. Gut. Ja, direkt rein, oder? Keine Ahnung, wir werden sehen, wie wir uns schlagen. Wird schon klappen. Er sieht schon cool aus. Wie er angeflogen kommt. Drauf geht's! Ah, oh, Mia, Mai redet. Die Gedankenschilders wurde bestätigt. Rufe Datenverzeichnis auf. Hier kommt Barrett! Viele Theorien über die Herkunft des Gedankenschilders. Eine besagt, dass ein Wissenschaftler in seinem Verwandten eine unstillbare Tier nach Gehirn von Ungeheuern entwickelte und sich seine Gestalt durch ihren Verzehr veränderte. Der Gedankenschilder zerniert seine Opfer langsam mit psychokinetischer Magie, bevor er sich genüsslich ihre Gehirne einbreitet. Übernimm du! Ich mach das. Dann passt die Schaltkreise durch. Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Um zu beruhigen und den Frieden in der Junon-Region wiederherzustellen, sollten wir uns den Gegner stellen. Auf die Tür! Kurz und klein! Ich sehe dich! So, ich glaube, sie ist jetzt fertig. Arbeit geleistet. Ich wollte eigentlich Analyse machen. Deswegen habe ich jetzt nur draufgehauen. Aber die Mai war noch am Reden, deswegen die wollte ich erstmal zu Ende quatschen lassen, sonst ist das so viel auf einmal. So, Analyse. Langer Tentakel. Okay, wirksam gar nichts. Also kein bestimmtes Element. Interessant. Gut, dieser mysteriöse Humanoide hat sich in der Bucht von Junon niedergelassen. Mit reiner Willenskraft kann er selbst riesige Felsbrocken bewegen. Wer sich in sein Habitat verirrt, den packt er mit seinen Tentakeln, um sich am Gehirn seines noch lebenden Opfers zu laben. Ja, es ist schon Baldur's Gate 3 irgendwie. Also ihr wisst schon, Cthulhu oder wie auch immer. Also, ja. Verursache Schaden mit Synchrofähigkeiten, um ihn mit einem Schlag schockanfällig zu machen. Aha, Synchrofähigkeiten. Ja gut, dann wissen wir Bescheid. Machen wir. Also der hat jetzt schon Schaden erlitten. Wenn er jetzt nicht einen Mega-Angriff macht, dann kriegen wir den platt. Auch mit dem Level. Das war's. 10 Gegner in der Junon-Region analysiert. Ah, okay. So, Schwertsturm.
Dann übernimm. Jetzt hab ich hier das Sagen. Mach mal Schockschuss. Los, gib alle. Ich leg los. Ein Barrett Spezial. Ein Barrett Spezial. Chronofeld. Ich übernehme. Also jetzt gerade macht er noch nicht so viel Flucht nicht möglich. Ja, ich will ja gar nicht flüchten. Bin ja nur zur Seite gegangen. Im Moment macht er noch nicht so viel spektakuläre Sachen. Weg. Professor weg. Professor weg. Übernimm du. Hier kommt Barrett. Ich zähle auf dich. Ich bin ziemlich weit weg. Ich wollte jetzt eigentlich einen Fokus-Warp machen. So. Keine Ahnung. Komm, wir machen mal Macht der Unschuld. Unschuld. Jetzt reicht mir aber. Habe ich den getroffen? Der ist für dich. Komm, wir machen mal Seelenverwandtschaft. Perfekt. Schon mal. Zack. Los geht's. So, Synchrofähigkeiten. Blütensturm, ab geht's. Und tschüss. Geht klar. Gemeinsam schaffen wir es. Ist dir etwas schwindelig? Das war klasse. Das war wirklich gut. Ach, guck mal, er liegt sogar gerade. Sehr schön. Kannst du übernehmen? Ich mach das. Dann übernimm. Geht's noch? Klar geht's, alles gut. Komm, Schockschuss. Muss mal einen Schock. Sehr gut, geht's. Ab, drauf da. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Los geht's. Ah, jetzt wird tiefer, ganz gut mit ihrem. Mach was draus. Schock machen wir das schon. Zangas Leere oder so. Nee, das war's nicht. Mach das Mist. Ich bin auch. Was? Was macht sie nur? Alles gut. Und tschüss. Achtung! Und los! Ich muss diesen Fokus überhaupt mehr verinnerlichen. Oh, jetzt wäre er gut gewesen. Na! Beschwören. Phönix, oder? Ja, Leute. Oder? Ja! Oh, ich stehe hier ganz im Gebüsch. Zeit zu kämpfen. Oh, Phönix. Ja, da ist er. Oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte ihn sehen. Zieh dich zurück. Wo ist er? Da. Hier. Ah, danke schön. Oh! Oh! Autsch! Nicht schlecht. Boah, was? So eine Schande. Okay, das hat wehgetan. Oh, das hat wehgetan. Eieiei. Ich verlasse mich. Ausgerechnet jetzt. Warte mal, was haben wir denn für feuerroter Kreis? Wir müssen Aerith erstmal wieder. Okay, warte mal. Ich glaube, der holt die wieder. Kann er die wiederholen, wenn er weggeht? Oh, das war aber nice. Okay. Holt der Aerith wieder, wenn der verschwindet, der Phönix? Ich weiß das gar nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall mal heilen, Übernimm du. Aerith? Nee, du musst jetzt erstmal. Scheiße. Ich hätte den mal hoch. Bisschen mehr geben sollen. Heilspray ist für alle, ne? Zumindest ein bisschen. Mich würde jetzt halt interessieren, ob der Phönix die wiederholt. Deswegen will ich die gerade nicht wiederbeleben. Du bist am Zug. Ich mach das. Weil noch geht's uns ja ganz gut, auch ohne Arrow. So, was hat der denn noch? Erzengel, Schutzengel, Erzengel. Damit holen wir die zurück, oder? Behebt Kampfunfähigkeit und haltet die TP vollständig ab. Holla, los geht's. Geil, ich will's sehen. Ja, Mann. Phönix ist super, ey. So, jetzt müsste der uns eigentlich auch noch ein bisschen Heilung spendieren, wenn er abhaut, oder? Mal sehen bei Barrett, wie viel sich da ändert. Ja!
Richtig gut, ey. Phoenix ist ein super, super... Ein super Vogel. Ich wusste gerade nicht, weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt! So, wir können eine Synchro-Fähigkeit wieder anwenden. Nee, können wir noch nicht. Aerith brauchen wir noch. Ich zähle denn? Dich. Wurde schon an, übernimm mal. Überlass das mir. Wir haben den eh gleich. Dank Phoenix. Ich meine, wir hätten das auch so hingekriegt, aber Phoenix ist schon echt gut, ey. Es wird ungemütlich. Flieg. Jetzt ist er gleich fertig. Fang mich. Fertig. Die Materie behandeln hat die nächste Stufe erreicht. Sehr gut. Gedankenschinder besiegt. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah, jetzt. Okay. Warte gerade. Was passiert jetzt? Ich bin ja so froh, dass du den Gedankenschinder zur Strecke bringen konntest. Klar. Ich hatte Sorgen, dass er sich auch dein Gehirn einverleiben würde. Aber die waren wohl unbegründet. Nur ein wahrer Held vermag es, den Kampf mit solchen Ungetümen aufzunehmen. Deine tapferen Taten haben die Welt wieder ein Stückchen sicherer gemacht. Ein Hoch auf unseren Helden! Was soll das denn mit dem Gehirn heißen? Hä? Dass wir keins haben, oder was? Ah, wir haben komplett alle Weltberichte in Junon. Professor Doktor Weltbericht. Trophäe erhalten. Bioanalyse, Hauch des Lebens. Ach, jetzt haben wir diesen anderen, wo ich meinte, ne, das wäre vielleicht auch noch interessant, wenn wir das zusammen kämpfen würden. Diesen anderen, diese andere Kampfsimulation. Könnten wir jetzt eigentlich direkt machen. Ja, oder? Ich denke, das ist ganz cool. Haben wir ein paar Kämpfe in dieser Folge. Warum nicht? Wo müssen wir denn nochmal hin? Hier hin. Ja, komm. Dann lass uns diesen Kampf da auch noch machen. Aber erstmal eine Runde hinsetzen. Because it's good for us. It's good for our back. Für unsere Rücken. So. Ja, sehr gut. So. Weil ganz umsonst, ohne Kissen und so. Immer sehr gut. Ja, dann zeig doch mal, was ist denn dieser Hauch... Im Moment erstmal hier Gemüse aufsammeln. So. Was ist denn dieser Hauch des Lebens, oder was war das? Cloud! Die Nachforschungen über die Region um Junon sind hiermit abgeschlossen. Mein Verständnis über die Republik und ihre stürmische Geschichte konnte ich dank deiner Berichte erheblich erweitern. Das Studium dieser einst expansiven Großmacht dürfte uns auch wichtige Erkenntnisse über Shinras weiteren Kurs liefern. Vielen Dank für deine stets tatkräftige Unterstützung. Gern geschehen. So, haben wir denn hier irgendeine neue Materia? Nee. Wir könnten uns die jetzt nochmal leisten. Ich glaube, wir kriegen eh nicht mehr. Also, komm, wir kaufen das. Also, wir kriegen eh nicht mehr und es gibt auch nichts mehr, wo wir das für verwenden können. Deswegen machen wir das so. So. Ja, hier. Hauch des Lebens, Bioanalyse. Kämpfe in einem Dreierteam gegen Ungeheuer, um mehr über ihre Verhaltensweisen in Erfahrung zu bringen. Bei einem Sieg kannst du dir eine Feintechnik aneignen. Heilwogen. Ach, wir haben die Feintechnik gar nicht getestet. Scheiße. Na gut, aber dann könnten wir jetzt... Eignen wir uns die jetzt auch noch an. Und dann können wir beide machen. Heilwogen. Wer war das denn noch, der das gemacht hat? Wenn ich das jetzt wüsste, wüsste ich, welcher Gegner... In welchem Gegner wir es jetzt zu tun haben. Ja gut, wir machen das, oder? Ja, come on. In dem Team, das ist ganz gut gerade. Los geht's. Spinnbereit, Spiel, spinnbereit. Oh, nochmal Quetzergottel und zwei andere. Okay, Moment. Erstmal. So, Quetzergottel. Mhm. Bei denen war Luft. Okay, Aero. Da oben steht Bio... Warte mal... Bioanalyse, schocke alle Gegner. Okay, ich muss alle Gegner schocken. Gut. Kriegen wir hin, hoffentlich. Dann bei denen Arrow. Ach, scheiße. Ich habe ja bei ihnen jetzt Feuer und Blitz reingemacht. Dann müssen wir Barret erstmal außen vor lassen. Ja. Hier habe ich auch nur Blitz und Feuer drin. Schockschuss könnte ich höchstens anwenden. Das könnte ich mal bei Quetzalcoatl machen. Ja, gut. Bevor ich die nämlich platt mache, muss ich die schocken. Ich hoffe, ich krieg das hin, ey. Flieg nicht davon!
tut mir echt ja, leid. Den habe ich schon mal geschockt. Okay. So, den anderen noch. Ah, der ist fast tot. Scheiße. Auch geschockt. Hervorragend. Okay, sehr gut. Lass mich mal. Ja, Quetzalcoatl kriegen wir hin. Okay, so. Boah, was ist der denn so geladen? So Eis war Quetzalcoatl. Übernimm du. Hier kommt Barret! Nicht so nah! Ich hätte Feuer, Schockschuss mit dem machen können. Naja, gut. Kriegen wir aber hin. Der ist so stark. Den sollten wir auf jeden Fall schocken können. Oh, Limit. Machen wir gleich. Nee, Eis. So, die anderen waren Aero. Hatschi! Arbeiten wir im Team? Ich mach hab ich den überhaupt getroffen gerade? Habt ihr das gesehen? Das sah so aus, als hätte ich den gar nicht getroffen. Ich kann beschwören. Dann nehmen wir am besten Shiva gleich. Die hat Aerith. So, gut. Nichts überstürzt. Los, gib alles. Komm schon! Eiskalt. So, beschwören. Shiva, ab geht's. Danke, dass du so schnell gekommen bist. So, und dann kann ich mit ihr direkt Limit machen. Oh, und Synchrofähigkeit auch. Lange uns mit deiner heilenden Kraft. Ist das alles? Wie ist das alles? Sei doch froh. So, und Synchrofähigkeit. Blütensturm. Ja, komm. Boah, mit denen kriege ich immer die Synchrofähigkeit schnell zusammen. Das ist schon krass. Perfekt. Los, wechseln. Ich nehme. Ey, ich muss den schocken, Alter. Was? Nein, hau ab. So, machen wir mal Esper-Fähigkeit. Eiszapfen. Ist immer noch nicht geschockt. Wie lässt er sich denn so schwer schocken gerade? Ich zähle auf dich. Wurde schon ungeduldig. Ja, geht doch. Okay, jetzt haben wir es erfüllt. Sehr gut. Da geht noch was. Auf die Tür. So. Ich bin auch nicht von der Partie. Bist du? Ja, also Shiva das erledigen. Los, Shiva. Ach so, die ist gerade beschäftigt. Na gut, dann machen wir auch nochmal was. Boom, gewonnen. Hervorragend. Missionsergebnis. Schocke alle Gegner. Abgeschlossen. Und wieder mit Shiva. Und wieder steht sie neben Cloud. Heieiei. Geschafft. Nee. Sehr schön, sehr schön. Hauch des Lebens. Feintechnik, Heilwogen. Jetzt haben wir alles. Jetzt ist alles hier erledigt in der Region. Wow. Wow. Danke für die wunderbaren Daten. Die werden meine Forschung voranbringen. Wunderbare Daten. Es gibt noch viele weitere Phänomene. Ich baue auf deine Unterstützung. Okay. Ich würde, glaube ich, jetzt gerne mal einen Kampf suchen und diese Feintechniken kurz ausprobieren wollen. Das wäre fein. Das würde ich gut finden. Lass uns mal einen Schokobo rufen. Und dann lass mal Gegner suchen. Weil gegen so kleine Gegner ist das ein bisschen einfacher auszuprobieren. Dip, 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 Stein. Fels. Salbei. Nee. Hier sind doch immer Gegner gewesen. Irgendwo hier. Hier doch. Da sind doch welche. Hallo! Ich muss was an euch ausprobieren. So. Feintechnik. Heilwogen und Plasmaentladung, da haben wir sie. Verleiht eine Zeit lang die Kraft des Blitzes und verursacht jedes Mal Flächenschaden, wenn eine ATB-Einheit voll aufgeladen wurde. Ui, das ist nice. Macht den Ausführenden eine Zeit lang bewegungsunfähig. Heilt dafür aber die eigenen TP und die aller Gefährten im Wirkungsbereich. Aha, okay, wir machen erstmal das.
Man kann nie wissen. Ach, das seht ihr, das ist das. Das Geladene. Boah, ja geil. Verstehe. Cool. Okay. Dann zeig mir jetzt mal das andere. Das haben. Ach, das hat nur geklaut. Offensichtlich. Warte mal. Du bist am Zug. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Das ist was und alles? Schon fertig? Oh, ich wollte das andere doch ausprobieren. Na gut, dann müssen wir nochmal Gegner suchen. Kriegen wir hin. Falsch geslidet. Hier sind doch noch welche. Aus dem Weg, hier komme ich. So. Da geht noch was. Ah, ja. So. Heilwogen. Bist hier nicht weiter. Zeig mal. Ah, ja, ich kann mich nicht bewegen jetzt. Okay. Keine große Sache. Oh, aber gut. Hör. Nur kein Übermut. Es hört gar nicht auf. Das ist cool. Das ist irgendwie fancy. Ich mag's. Hier sind nochmal Gegner. Oh. Kein Problem. Wurde schon ungelost. Gib alles. Ich möchte mal gucken, ob sie das kann. Aber ich denke mal, das kann wirklich nur Cloud. Habe ich mit ihm Feintechnik. Habe ich das geslottet bei ihm? Als Materie? Liegt das daran? Könnte ich das eventuell mit den anderen noch lernen? Okay, man sieht hier. Ich kann mit denen das nicht machen. Sicher ist sicher. Sehr gut. Das ist schon echt fett, ey. Los! Willst du nochmal machen? Übernimm du. Roger, ich übernehme. Ich seh dich. Das ist cool. Ich mag das. So viel Glitzer und alles. Ich finde das schön. Spann die Schirme auf. Jetzt hagelt's Blei. Übernimm mal. Spann die Schirme auf. Jetzt hagelt's Blei. Wie geil ist das denn? So darf's weitergehen. Okay. Cool. Jetzt muss ich aber mal eben schauen. Er hat Feintechnik drin. Es hat also wirklich damit zu tun, dass er Feintechnik drin hat. Das heißt, ich könnte das mit den anderen noch lernen, wenn ich diese Battles mit den anderen nochmal wiederhole und die Feintechnik geslottet haben. Bestimmt. Okay, Moment. Das mache ich auf jeden Fall zwischen den Folgen nochmal. Also, okay. Also, ganz kurz. Kurz zum Plan. Also, ich wollte zwischen den Folgen gucken, was hiermit ist. Ob ich die noch fertig mache oder ob da Cutscenes gibt oder so. Und das wollte ich noch fertig machen. Und dann teste ich das mit den Feintechnik noch. Ja. Okay. Okay, dokay. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Jetzt ist die Frage. Wollen wir trotzdem noch hier einmal vor Connor probieren? Weil ich würde gerne in der nächsten Folge hier mit starten. Ich finde das cooler, anstatt jetzt damit zu beginnen. Sonst haben wir ja hier nichts mehr zu erledigen. Sonst haben wir ja alles, ne? Weltkarte Berichte. Ja, Kampfaufträge haben wir. Kampfsimulation haben wir auch alles. Die haben wir auch. Oh. Da unten ist ein neuer Regionsbericht. Da rechts. Ich will da jetzt nicht drauf gehen, weil dann ist der abgehakt. Okay, den sollten wir vielleicht auch noch uns durchlesen. Mache ich in der nächsten Folge, weil das scheint diese Stadt zu sein und da wollen wir ja hin. Ist vielleicht ganz cool so zum Einstieg. Okay. Ihr versteht, wie ich das meine, ne? Okay. Ja, komm, dann machen wir. Versuchen wir uns nochmal an Fort Condor. weil, wenn da eine Cutscene kommt, wäre das ja voll
Zeta, schließe das Minispiel im Missionsmodus ab. Scheiße. Es ist also so, dass wir das doch an jeder Stelle machen, erledigen müssten. Bäh. Na gut, komm. Dann ist das halt so. Was nehmen wir denn mal? Das vielleicht. Ja. Oberbefehlshaber, okay. Erneut lesen. Ich sehe jetzt aber auch nicht, was ist denn das, dieses Missionsziel? Oder muss ich das einfach jetzt hier bewältigen? Fertig. Ich dachte, das wäre jetzt an jeder Stelle anders. Also, ich dachte, hier würde jetzt was aufpoppen, was ich jetzt hier zu tun habe. Weil, wisst ihr, beim letzten Mal hatten wir ja auch so ein Missionsziel-Ding. Also, ja, keine Ahnung. Na gut, okay, wir sollen auf jeden Fall, müssen wir wohl hier einmal kämpfen. Also machen wir es jetzt. Nee, bestätigen mache ich auf dem anderen. Aber jetzt, Moment, ich könnte hier oben switchen, ne? Ja. Ja. Okay. Ich glaube, Cloud ist ein bisschen besser. Der hat mehr TP. Gut, finde ich gut. Versuchen wir es mal. Mal gucken, ob wir es schaffen. Mal gucken. Ich habe es ja noch auf leicht gestellt. Sollte ja jetzt nicht ganz so schwer sein. So. Die Balliste, die packen wir hier hin. So. Elite-Verteidiger, maybe. Damit die hier nicht unbedingt weiterkommen. Ach, okay. Mal gucken, wie. Und hier auch ein Verteidiger. Und noch ein Heiler. Jetzt habe ich keine Heiler mehr, schade. Na gut. Aber hier gehe ich ja schon voran, das ist doch ganz gut. So, dann versuche ich hier mal mit sowas. Schon. Oh, gut, aber aua. Oh, es geht aber gerade, läuft ganz gut, ne? Okay, das hat wehgetan hier, ey. Scheiße. Elite-Stürmer. Noch ein Verteidiger. Jetzt kann ich auch Cloud rufen. Sehr gut. Oh, was ist denn hier los, Leute? Scheiße. Ich will weiter nach vorne. Warum komme ich nicht nach vorne, ey? Oh, der ist gleich down hier. Ja, sieht aber gut aus gerade. So. Den. Komm mal schon. Ja. Sieht ganz gut aus, oder? Jetzt mal im Ernst. Oh, Cloud ist down. Nein. Muss zusehen, dass ich Barrett kriege. So. Oh, Alter, das mit der Zeit ist so schlimm. Ja. Gut, auf einfach ist es irgendwie schon einfach. Jetzt würde mich mal interessieren, ob jetzt was passiert. Nee. Ich schließe das Minispiel im Missionsmodus ab. Okay. Okay, das haben wir jetzt aber erreicht. Also wir... Aber es kam keine Cutscene. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so wild, wenn ich das zwischen den Folgen mache. Ich glaube, das ist okay.
Ja gut, ich würde das dann hier beenden, um ehrlich zu sein. Ach so, da, wir leuchten da. Ich dachte gerade, warum blinkt das so? Und mach dann diese Sachen zwischen den Folgen. Und auch das mit dem... mit der Feindestechnik erlernen. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, ich würde das echt bei allen machen, ey. Das heißt, ich muss nochmal 4 Spiele. Also 4, 8 dann. Heieiei. 8 Kämpfe machen nochmal. Gegen Quetzalcoatl. Ja, gut. Mache ich so. Dann haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall eine Stufe höher. Alles klar, Leute. Ja. So machen wir das, oder? Und dann geht's in der nächsten Folge gestärkt und mit dieser Region komplett fertig hier weiter mit der Hauptstory. Die uneinnehmbare Festung. Ja, so machen wir das. Okay, gut. Dann reise ich hier mal zu Gabes Farm und bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss.